Welch ein fröhliches Liedchen in einem verregneten Frühjahr 2013. Das, was Sie da gerade im Hintergrund plätschern hören, das ist das aktuelle Wettergeschehen, welches ich vor der Haustür gerade mit meinem kleinen Wave-Recorder aufgenommen habe. Umso schöner ist es, in der warmen Stube sitzen zu können, am Keyboard und dort dieses nette Musikstück zu üben. Wir steigen ganz schnell ein und fangen diesmal mit den Akkorden an. Man kann es sich hier total leicht machen, denn in den ersten zwei Versen haben wir es ja mit F-Dur zu tun. Und da kommen eigentlich nur vier verschiedene Akkorde vor. F-Dur, C7, G-Moll7 und dann noch ein verminderter Akkord. Doch wenn man jetzt die Griffe 1:1 wie im Originalsong spielen will, wird es schon deutlich komplizierter. Ich habe mich aber aufgrund unserer Akkordautomatik hier für einen Mittelweg entschieden, der ziemlich leicht von der Hand geht und ebenso musikalisch klingt. Die Akkordtipps, die ich Ihnen jetzt gleich gebe, sind nicht nur beschränkt auf dieses Musikstück, sondern Sie können sie zukünftig immer dann probieren und wenn es passt, auch einsetzen, nämlich immer dann, wenn Sie Akkorde länger aushalten müssen, also vielleicht sogar über mehrere Takte hinweg und ein bisschen mehr Farbe in Ihre Musikstücke bringen wollen. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Dur-Akkord, sagen wir C-Dur, spielen diesen so, dass der Basston der unterste Ton des Akkords ist, also hier der kleine Finger. So, und jetzt können Sie abwechseln. Sie können den C-Dur-Grundakkord abwechseln mit dem Sextakkord, mit der großen Septime, also nicht der kleinen, sondern der großen, wieder zurück zum Sextakkord und wieder zurück zum Grundakkord. Sie merken, wir haben hier gleich viel mehr Farbe drin, als wenn wir nur den Grundakkord spielen. Machen wir mal die Left Voice weg, dass wir nur die Akkordautomatik hören. Das Ganze kann man dann auch übertragen auf F-Dur. Auch wieder unten der Basston F. Kann man eigentlich in jede Tonart übertragen. Also probieren Sie das einfach mal aus in den verschiedenen Tonarten. Und im dritten Vers basiert das Ganze dann auf S. Auch den Septimakkord in den ersten zwei Versen ist das C-Septim, können Sie abwechslungsreicher mit zwei ständig wechselnden Akkorden spielen, nämlich dem G-Moll-Septim und dem C-Septim. Ich spiele jetzt gerade mal mit der Akkordautomatik. Achten Sie bitte mal auf die Basstöne. Wird gespielt C, G, C, G. Wollte man diese Basstöne jetzt umdrehen, also zuerst das G und dann erst das C, müsste man andere Akkorde wählen. Wir machen das jetzt einfach mit G-Moll-Septim und C-Septim. Dieses immer im Wechsel. So können wir also die Basstöne umdrehen. Wenn Sie das jetzt ein bisschen üben, wird Ihnen dieser Wechsel letztendlich so leicht fallen, dass Ihnen Ihre linke Hand automatisch spielt und Sie gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Wir brauchen diesen Wechsel G-Moll-Septim, C-Septim in den ersten beiden Versen und dann im dritten Vers stellvertretend für B-Septim brauchen wir dann den F-Moll-Septim und den B-Septim. Also auch das gleiche Spielchen wieder im dritten Vers. Immer dann, wenn Sie eigentlich B-Septim spielen müssten, machen Sie einfach diesen Wechsel. Das klingt dann wesentlich musikalischer und lebendiger. Und dann kommen in dem ganzen Musikstück nur noch zwei verminderte Akkorde vor. Das eine ist Fis0, also ein verminderter Akkord, der auf dem Fis basiert. Und später im dritten Vers dann noch das E0. Und damit hätten wir eigentlich die ganzen Akkorde schon behandelt, die in Singing in the Rain vorkommen. So, genug zu den Akkorden. Wenden wir uns mal der Einleitung zu. Auf Registrierung 1 wird das Intro 3 hier automatisch mit aufgerufen. Wetten, so etwas haben Sie noch nie gemacht? Ganz bewusst wird nämlich das Intro 3 zweimal hintereinander abgespielt und das Intro 2 dann auch noch mit dran gehängt. Wenn Sie die Einleitung des Originalsongs anhören, werden Sie auch schnell erkennen, warum. Die Intros hier sind nämlich zu kurz, um die komplette Einleitungsmelodie zu spielen. Leider ist es technisch beim Live-Spiel am Keyboard auch nicht möglich, wie im Originalsong ein Ritardando, also eine Verlangsamung des Tempos, einzufügen. Deshalb bleiben wir hier im durchgehend gleichen Tempo. Und dann spielen wir zu diesen drei Intros hier einfach die Einleitung dazu.
Wichtig ist, dass Sie bei diesen Einleitungen immer darauf achten, dass die ersten zwei Töne eine Quart sind, also vier Töne auseinander, 1, 2, 3, 4. Und dann erst in der Wiederholung haben wir es hier mit der Terz zu tun. Also beim ersten Mal so und beim zweiten Mal wieder das erste Mal, zweites Mal. Also da einfach ein bisschen drauf achten. Und dann sollten Sie sich am besten nach dem Learn-MIDI-File richten. Da können Sie das also ganz genau mitverfolgen, wann welches Intro zu schalten ist. Ich spiele jetzt hier nochmal diese Stelle, wo wir mit dem Intro 2 beginnen. Die rechte Hand spielt hier eine oktavierte Melodie. Also zusammen hier mit Intro 2. So, und im weiteren Verlauf müssen wir jetzt hier sofort umschalten auf die Registrierung Nummer 2. Und da sollten Sie eins beachten, was natürlich auch im Learn-MIDI-File dann zu sehen ist und auch zu hören, dass Sie mit der linken Hand gleichzeitig jetzt mit der rechten Hand den C7 spielen, weil das sonst nämlich ein bisschen komisch klingt. Also es ist so falsch, wie ich es jetzt spiele. Wir kommen aus F-Dur raus vom Intro 2. 2, 3. Aber Sie sollten dann hier C7 spielen. 1, 2, 3. Nochmal in Verbindung mit dem Intro 2. Haben Sie es gemerkt? Linke Hand, C7. Zwischendurch wird dann das Intro 2 auch mal als Übergang benutzt. Aber die einzig echt knifflige Stelle, das ist die, wo dann der Tonartwechsel von F-Dur auf S-Dur stattfindet. Und hier müssen Sie nämlich auch von Registrierung 3 auf die 4 umschalten, die Break-Taste treffen. Und eigentlich bräuchten Sie eine dritte Hand wegen der Geschwindigkeit von allem. Ich kann Sie beruhigen, auch bei mir geht es ab und zu mal daneben. Okay, die Melodie, die geht jetzt wie folgt. Und die linke Hand, F-Dur, D-Moll. Normalerweise würden Sie ja jetzt G-Moll 7, C7 weiterspielen, aber das Ganze soll ja jetzt einen Tonartwechsel kriegen. Das heißt, Sie verschieben dann im zweiten Abschnitt das Ganze einen Ton nach unten. G-Moll 7 wird dann also zu F-Moll 7 und C7 wird zu B7, um dann letztendlich in S-Dur zu landen. Okay, im Zusammenhang F-Dur, D-Moll, dann jetzt dieser Tonartwechsel, F-Moll 7 und B7. Das zusammen. Noch einmal. Und dann geht es auch gleich weiter mit Registrierung 4. Sie müssen dann also blitzschnell auf die 4 und dann weiterspielen. Machen wir das Ganze mal mit Rhythmus. Ich spiele mal zwei Takte vorher schon los, sodass Sie das auch dann mal mit der Break-Taste im Zusammenhang sehen. Ja, da müssen Sie also recht schön üben, um dieses Ganze im Ablauf einigermaßen hinzukriegen. Geht ab und zu schief, nehmen Sie es nicht tragisch. Im dritten Vers, also dem S-Dur-Teil, gibt es eigentlich nur eines noch zu beachten und das ist, wie Sie die Töne aneinander binden. Wir haben es hier ja mit dieser Trompete zu tun und die sollten Sie nicht zu kurz spielen, denn so würde ein Trompetenspieler nicht spielen. So zum Beispiel wäre nicht optimal. Ein Trompetenspieler würde eher versuchen, das aneinander zu binden, die einzelnen Töne. Und auch da müssen Sie aufpassen, dass Sie es nicht zu sehr aneinander binden, sonst werden so ein bisschen die Töne verschluckt. Das hat mit unserer Superartikulation zu tun. Haben Sie gerade gehört vielleicht? Sie müssen versuchen, irgendwie einen Mittelweg zu finden. So etwa. Was sonst noch wichtig wäre, die Noten und Akkorde habe ich wie üblich aus dem Originalsong rausgehört. Sie eins zu eins so zu spielen, wie Sie es in meinem Learn-MIDI-File oder auch hier im Video hören, ist gar nicht unbedingt nötig. Denn dann tun Sie sich mit all den vorgezogenen Noten, also den Synkopen und den Pausen, viel zu schwer.
Nehmen Sie also die Melodie eher locker und finden Sie einen Weg für sich, sie rhythmisch zu spielen. Und dann noch ein Hinweis zu den Noten hier im Keyboard-Display. Ich bemühe mich ja immer um eine möglichst leicht lesbare Darstellung, möglichst ohne Hilfslinien oder Bassschlüssel. Das bedingt allerdings, dass die Oktavlage von dem, was Sie sehen und hören, nicht immer übereinstimmt. Sie sollten mir also unbedingt auf die Finger schauen, in welcher Oktavlage ich die Melodie mit der rechten Hand spiele. Die LearnMIDI-Files und Videos helfen Ihnen dabei. Ja, und an dieser Stelle sage ich wieder herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.